Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ausnahmsweise am Sonntag auch ein Outdoor-Video. Wir hatten heute in der Früh unvorstellbare 3 Grad plus, also das sind schon subtropische Temperaturen. Ja, es ist wirklich schwierig, man muss sich vor dieser immensen Hitze bereits kühlend in die Häuser flüchten. Na? Und wir haben eine extrem angespannte Zeit, wir haben eine extrem aggressive Zeit, wir haben Mars-Pluto-Quadrat und dann eben jetzt dieses Biquintil zu Neptun, also heftige Energien. Wir stehen kurz vor dem Quadrat zwischen Sonne-Saturn, was die Sache nicht unbedingt leichter macht. Ich würde sagen, dieses Quadrat wirkt bereits schon. Da geht natürlich sehr, sehr viel Freude, sehr, sehr viel Spaß verloren. Und das durften wir gestern in der Gruppe auch erfahren, wie es ist, wenn die Freude und wenn Spaß verloren geht. Wir haben aber dann gestern doch noch, ich will jetzt gar nicht einmal meinen Vornamen nennen, weil das wurde mir zum Vorwurf gemacht, daher nenne ich auch gar keinen Vorwurf. Eine ganz Liebe aus unserer Gruppe hat eben den gestrigen Abend noch gerettet und wir durften sozusagen dort noch ein Weilchen verbringen. War sehr, sehr schön. Danke an dieser Stelle. Du weißt Bescheid. Ja, tut sich sehr viel und meine Aufforderung lautet, bitte sei unendlich vorsichtig, bitte pass auf, bitte meide auch diese sozialen Plattformen wie Fratzbook oder wie sie auch alle heißen, ich habe gar keine Ahnung, ja. Und überall bilden sich diese wundervollen virtuellen Gruppen, natürlich. Die virtuellen Gruppen haben sie immer schön brav unter Kontrolle, immer schön brav im Griff. Bei den analogen Gruppen haben sie eben Probleme. Und wir mussten gestern eben wieder die Erfahrung machen, dass wieder, ja, Maulwürfe drinnen waren. Nur dieses Mal waren das keine gut, sondern bösartige Maulwürfe, ja. Und es war eine Warnung und ich habe die Warnung auch verstanden und ich werde auch dementsprechend handeln. Werde natürlich hier jetzt nicht sagen, wie dieses Handeln aussieht. Logisch, ja. Weil ich habe mich leider dummerweise ein bisschen oft verplaudert. Wird nicht mehr vorkommen. Ich muss mich jetzt auch sehr am Riemen reißen, sehr vorsichtig sein. Bitte passt auf, warum der angeschossene Löwe, ja, ist der gefährlichste. Und das System ist in einem Umbruchsprozess und es gibt intern im System drinnen viele, viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Mitarbeiter, sogenannte Systemagenten, die sich jetzt profilieren müssen, um in der Zeit danach auch noch am Futtertrog mitfressen zu dürfen, ja. Und dieser Futtertrog, das kann ich euch garantieren, der wird sehr klein werden. Und viele von denen, die eben hier nicht alles mitmachen, ja, nicht alle sozusagen Anordnungen oder allen Anordnungen Folge leisten, die gehen dann knallhart über Bord. Ja. Das sollte man sich auch vor Augen halten. Also das heißt, in den Reihen der Schergen ist es auch derzeit sehr, sehr angespannt, sehr, sehr schwierig. Und ich kenne viele von ihnen persönlich, es sind wunderbare, nette, großartige Menschen, genauso wie du und ich, ja, sind genauso. Und die sind auch vor den Kopf gestoßen. Die wissen auch nicht mehr, was sie machen sollen. Die befinden sich auch in einem furchtbaren Gewissenskonflikt. Ja. Also hier sind wir konfrontiert mit Situationen, die sehr, sehr interessant sind. Und gestern waren natürlich auch in unserer Gruppe starke Emotionen, ja. Logisch, logisch. Und dann, und das hat mir überhaupt nicht gefallen und ich habe es erst leider zu spät mitbekommen, ja, weil ich eine ein interessantes Gespräch hatte. Und in der Gruppe wurde dann gestritten, ja. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr traurig macht, wo es dann darum geht, wieder irgendjemanden auszuschließen und das möchte ich nicht. Ja. Das ist nicht in meinem Sinne, dass wir uns jetzt gegenseitig mit Schuldvorwürfen übersäen und dann uns gegenseitig ausschließen oder vor die Tür setzen. Und die psychologische Komponente spielt eben jetzt in dieser Zeit eine unvorstellbar große Rolle. Deswegen, ich weiß, wir stehen alle unter unfassbarem Druck. Für viele ist die Situation die, dass sie einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen wird. Ich kann euch einfach nur beruhigen, es wird weitergehen. Wir brauchen weder Angst noch Panik haben, noch uns Sorgen zu machen. Wir sind geschützt. Ja? Bitte, denke immer wieder daran. Wir sind geschützt. Für uns scheint die Sonne. Was haben wir Böses getan?
getan, gar nichts. Wir haben uns nur um die Wahrheit bemüht. Und die Wahrheit, ja, ist im Moment, naja, most wanted, wie sagt man, energy auf der Erde. Also das heißt, hier wird eine Hetzjagd auf diejenigen gemacht, die eben versuchen, der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Ich kann euch nur beruhigen, die Wahrheit kommt heraus. Gar keine Frage. Sie kommt heraus. Und jetzt sind wir in der heißen Phase, wo die Berufslügner alles tun, wo sie um sich schlagen, wo sie den Knüppel auspacken und auf alle eindreschen. Alles, was irgendwie den Kopf aus der Deckung zieht, das wird betoniert. Denke daran, sei vorsichtig, sei bitte vorsichtig. 19:50 Uhr heute. Ein paar Minütchen visualisieren. Wir bauen ein gutes Energiefeld auf. Das ist schon da. Wir haben unglaublich gute Arbeit geleistet. Es ist schon da. Und es zeitigt jetzt auch Wirkungen. Und wenn sozusagen der angeschossene Löwe jetzt um sich schlägt, ja, dann ist es gut, Abstand zu halten. Okay? Also bitte, weiter dranbleiben. Liebe, Licht, Freude, Harmonie, glückliche Szenen, fröhliche Menschen, ja, einfache Bilder, ganz einfache positive Bilder. Nicht, wo wir sagen, ja, man muss mit denen das und das machen. Vergiss es, kümmere dich um die nicht. Ja. Um die wird sich der Kosmos kümmern. Wir bauen jetzt ein großartiges, positives Energiefeld auf, das schon da ist, und wir verstärken das täglich einfach. Aha, ich sehe da schon wieder einen Streifen. Na, das kann eine optische Täuschung sein. Naja, was auch immer, du weißt Bescheid. Heute 19:50 Uhr oder wann es auch immer ausgeht, für ein paar Minuten, genieß diesen wunderbaren Tag, geh in die Sonne raus, Photonen tanken, Sauerstoff tanken und einfach wieder ein bisschen mehr ins analoge Leben zurückkehren. Alles Liebe, großartigen Tag, dein Astrowolf. Ende.